Gut, ja. Hab sie schon auf der To-Do.com. Morgen. Er ist weggelaufen. Wieso laufen sie alle immer weg von mir? Ich will doch nur spielen. Naja. Was ich jetzt mache, ist erstmal hier das eine Viechchen speichern und dann zerlege ich's. Funny Moped ist so ein toller Name. Speichern. Weil ich muss ja nicht alles unbedingt hier rumstehen haben. Der Handwerk zu teilt, oder? Was? Er ist doch gerade am Handwerken oder was, so wie sie es anhört. Ja. Weiß nicht. So? Ich? Ja. Ich mich nicht mal. So, dann war das der Radi wohl. Ich bewege mich auch nicht. Ja. Ich hab mir gerade ein Video reingetrümmert über GTA 6. Was du bis jetzt an Fakten haben, oder was? Gerüchte. Obwohl, was Chip schreibt. Chip, was schreibt Chip denn? Was Chip in der Vergangenheit schon so geschrieben hat zu manch einem Spiel. Abzeige, Klicks. Ja, was gab's denn für Infos zu GTA 6? Was Brauchbares oder eher nicht so? Antwortet doch wieder nicht. Ich lese gerade noch. Ach so. Okay. Nee? Ja, vergiss es. Eigentlich nur eine Zusammenfassung dessen, was zurzeit eh bekannt ist. Und was ist jetzt? Eigentlich, dass nichts bekannt ist. Also.
Ja, sie wissen noch nicht, wohin, wo es spielt und überhaupt. Aus Insiderkreisen sollen auch einige Planungsideen ein bisschen veröffentlicht worden sein, aber nicht viel drauf Wert legen. Obwohl die eine Idee, die da stand, fand ich ganz interessant. Cargo der 20er. Was für ein Tier? Die Cargo der 20er. Gesundheit? Prohibition. Ach so. Ach, Chicago, ich hab das C kam irgendwie nicht mit. Ja, Chicago. Ja, uninteressant. Moderne Zeiten, toll. Find ich. Ja? Uninteressant, sage ich. Find eher die modernen Zeiten, so wie halt GTA 5 toll. Also das stimmt eigentlich ganz ehrlich, ohne jetzt böse zu sein. Ich hätte gern, also die Waffe vermisse ich so ein bisschen. Ja, das wäre doch eher dann sowas wie Mafia. Eine richtig schöne Tommy-Gun. Hätte ich gerne. Wäre eine schöne Waffe für GTA 5 auch. Dass du schöne Tommy-Gun ziehen kannst. Gibt's doch. Hab ich doch. Tommy-Gun? Ja. Die gibt's nur zum Valentinstag. Die kann ich aber das ganze Jahr über nutzen. Hä? Die kann ich aber das ganze Jahr über nutzen. Ich hab sie aber noch. Warte mal, dieses Jahr 14. Februar habe ich nicht gespielt, ich Esel. Oder ich habe nicht drauf geachtet oder hab das Spiel noch nicht besessen? Doch, habe ich gehabt. Ich habe nur gepennt. Scheiße. Bitte. Die Waffe an sich ist ja okay, aber ich möchte halt nicht die neumodischen Sachen vermissen. Ja, du, es war. Der Ansatz von. Finde ich schon recht gut, also so wie Mafia und so. Also. Ja, eben, es bei der Grafik, bei dem Konzept, finde ich, wäre das doch schon durchaus interessant. Wäre eine mögliche Idee, ist eine Ideensammlung, ne? Mhm. Andere Idee ist aktuelle Zeit. Wieder L.A. oder New York? Ja. Ja, so halt die GTA-Pornos dazu. New York ist ja, glaube ich, Liberty City. Richtig. Statue of Liberty. Ich möchte haben, was die schon ein paar Mal so fanmäßig als Karte designt haben. Was denn? Na, wo alle Städte, die es gibt, zusammen sind in einem Staat. Also was definitiv kommen soll. Wo die Leute jetzt gebannt wurden mit Pre-Revision-Mod oder was? Nein, es gibt gezeichnete Maps. Wo halt, oder beziehungsweise geshoppte Maps, wo die halt alles zusammengepackt worden sind, so aus Liberty City aus GTA 4. Halt, das gehört dahin. Haben die doch jetzt als Mod rausgebracht, na, was war denn jetzt vor der 4er Version? Liberty City. Liberty City haben sie auch jetzt rausgebracht. Ja, das habe ich gesehen, dass sie dann eine Mod gemacht haben, wo die Stadt da zumindest. Da gab's doch etliche Bands, weil die das dann irgendwie online gespielt haben, oder? Ja, das dürfen sie ja nicht. Offline ja, online dürfen sie nicht. Ja, dann sollen sie das doch ganz so unterbieten, oder? Was ganz? Ja, dass man das gar nicht, wenn man sowas aktiviert, dass der Online-Modus nicht funktioniert, zum Beispiel für die Zeit. Ist vielleicht zu schwer umzusetzen. Ja, weil dann haufenweise Kiddies jetzt rumflennen, weil sie kurz mal online gucken, das Ding aus Versehen online aktiviert haben und jetzt haben sie selber schon. Selber schuld? Wer zu blöd, das in der Dateien aufzupassen, er hat Pech gehabt. Ja. Also eine gewisse Spielerverantwortung muss natürlich da sein, aber gleich Permaban, also. Finde ich ja, ein bisschen. Permaban, da sollten sie vielleicht gucken, was es für eine Mod ist. Die Mod macht jetzt nichts, was irgendwie das Spielgeschehen beeinflusst, es fügt einfach nur die Stadt hinzu. Da ist genau, Permaban tatsächlich ist, ja. Übertrieben. Aber... Da gibt es ja nicht mal eine KI, du kannst nicht mal Aufträge machen, du kannst nur gucken, bis jetzt. Ja. Also kannst du gar nichts anstellen. Wieso kriegen dann die Kinders Permaban? Verstehe ich nicht. Ja, das ist, weil Rockstar in dem Fall dämlich ist und sich denkt, das muss so. Ja, beziehungsweise es gibt halt auch einfach viel zu viele von diesen dämlichen Script-Kiddies in GTA. Und deswegen denken sie sich halt, ja, bevor der jetzt hier noch mehr irgendwie Scheiße macht, fliegt er halt direkt ganz.
Worum Ja, überhaupt aber dazu kommt, die Sachen zu stellt machen, die euch mal scheiße sind. vor, diese Bannpolitik umgemünzt auf SDO. Ich Oh glaube, wir Gott. wären alle schon seit 3 Jahren, 4 Jahren nicht mehr im Spiel, oder? Alle zusammen. Wieso? Allein schon, dass die Lithium damals auf Deep Space Nine mit der Foundry. Habe ich nicht mitgemacht. Bitte? Da habe ich nicht mitgemacht. Ach so, du meinst mit dem Doch, Simmel, da hast du mitgemacht. du meinst, wo ich einmal den Ring angebetet habe? Ja, genau. Und als Das der Ring hast du nicht mir mehr, gezeigt. Redin, als der Ring nicht mehr ging, als der Ring nicht mehr ging, habe ich dann den Kerzenständer genommen. Genau. Das hast du mir alles gezeigt. Redi, dann habe ich noch die Steigerung auf Trisana rausgekriegt. Ja gut, okay, Aber diese ich. Foundry-Mission Und genutzt nach habe der ich ja Politik auch zu hin und wieder urteilen. mal. Ja, aber das waren ja nicht die einzigen Bugs, die wir ausgenutzt haben. Erinnert euch doch mal. Mein erstes Delizio, Ja, mein erstes also was? was mich angeht, ich weiß jetzt gerade nichts, was ich jetzt in Anführungszeichen Schlimmes gemacht habe, außer halt damals auf dem ESD an die Station gehen und mich einmal im Kreis gedreht. Ja. Für die Foundry-Geschichte. Ansonsten weiß ich gerade von nichts, was ich Ich überlege. ausgenutzt. Ja, Transporterraum raus, rechte Konsole gleich. An der Wir Wand, die hatten, Wandkonsole. was hatten wir noch gemeinschaftlich alle gemacht? Ich überlege gerade. Ventilator. Okay, doch, warte mal. Wenn das, na gut, okay, ist mehr Exploiten, ist ja nicht Modden gewesen. Ja, exploiten auf dem Xbox, ne? Offiziell. Argala, klingonische Speertruppen. Ja. Was davor, was hatten wir davor noch gemacht? Ich überlege, wir hatten so viele gemacht. So viel gemacht wie sonst. Ein paar haben ja hier dieses Borg-Ding gefarmt, irgendwie wohl. Gerard war der. Als Gerard Kerat Dagi und war. ja, Kerat und das Pendant dazu auf der klingonischen Seite. Aramak. Der Aravat. Aravat, oh je, da haben wir auch, erinnert ihr euch, Nee, nicht wie Ara, wir nicht da Aravat. gelevelt haben. Aha. Aber Aravat waren wir auch ohne Ende drin. Ja. Alle Aravat zusammen. war das. Warte mal. Ach ja, Aravat, genau das war die Mission, nicht Agala. Agala war das der andere Kämpfe. Das meinte ich ja, diese Mission mit den Dingern farmen, ne? Mit den Terraner-Schiffen. Ja, genau. Ja, Oh, ja, ja. was Nee, noch? Agala war ja, glaube ich, eine. Aus dem Data-Quadranten eine. Einige aus der Flotte, die waren am egoistischen, haben diese Informationen leider nicht mitgeteilt. Haben bis hin zur Bewusstlosigkeit Stunden, Tage oder tagelang diesen Bug ausgenutzt mit, sagt schon, mit den Doffs. Was für ein Bug mit Doffs? Als die ersten Ultra Rare Doffs gekommen sind, konnte man die umtauschen gegen blaue, drei blaue, aber der Ultra Rare wurde nicht abgezogen. Geil. Oder hast du immer wieder denselben Ja. umgetauscht oder was? Ja, das heißt, du hast immer wieder den gleichen umgetauscht. Du hast nur einen gehabt und 99 Plätze frei und dann hast du danach 99 blaue bekommen und der Ultra Rare ist geblieben. Dann hast du die verschickt und das haben einige bei uns in der Flotte, ich leider nicht. Ich hätte aber gnadenlos mitgemacht. Gebe ich offen und ehrlich zu. Heftig. Da haben bei einige bei uns das mitgemacht, aber obwohl die auf den TS gehockt haben, haben sie es erst im Nachhinein gesagt. Natürlich, also sind nicht. Also, Ja, tja. dass die irgendwie 20 Twinks voll mit Blauen voll gemacht haben. Alles nur Techniker und Laborforscher, alle anderen haben sie gelöscht. Da waren sie noch so doof, da haben sie nicht den Schadenskontrollingenieur genommen, weil damals schon der Schadenskontrollingenieur besser war wie der Techniker. Das war so ein kleiner Wermutstropfen für uns alle, die es nicht gewusst haben, nicht erfahren haben, dass die Schadenskontrollingenieure und so rausgeschmissen haben, die Blauen. Dafür habe ich den, dafür habe ich andere Leuten, habe ich, wenn ich erzähle von dem geilen Bug oder von der geilen Foundry-Mission auf dem, wie heißt das hier? Auf, wie heißt die Station hier? Rosanna. Ja. Einmal Knöpfchen drücken, hinstellen, die Luft holen.
Und warten. Und dann hast du es, weil der im Moment verdauen muss. Und dann hast du gehört. Und dann? So 60.000 Delizium Erz. What? Das habe ich damals nicht mitbekommen. Da waren noch einige andere. Das mit einem Negativbetrag hat, glaube ich, bei uns keiner gemacht, oder? Nein, wusste ich nicht. Habe ich im Nachgang leider erst erfahren, hat mich ärgert. Aber wirklich, ling. Das habe ich allerdings auch nur dreimal gemacht. Dann war Donnerstag und dann war die Lücke gestopft. Und hier ist ein Tech, was Hilfe braucht mit dem Namen Burnt Toast. Was hatten die einen Fehler drin? Du hast doch damals für die erste Foundry, die du abschließt, einen Bonus gekriegt. Ja. Wenn du. Das System hat das aber, konnte diesen Bonus, konnten sie aufgrund von Systemproblemen, mussten sie den auf eine Sekunde reduzieren, auf eine Sekunde darstellen. Das ist alle Miss Foundries, die innerhalb einer Sekunde abgeschlossen werden, galten als erste Foundry des Tages und haben dir den Lohn für die erste Foundry des Tages gegeben. Ja. Da du dort aber mit einem Knopf ca. 60 bis 70 Foundries mit einmal abgeschlossen hast, gab es mal kurz einen kleinen Foundry Run. Dadurch hast also, du den wenn, also jetzt stellt euch mal vor, dieses hier der das Cryptic genauso wie bei GTA verfahren würde. Was wir hätten schon alle keine Cryptic. Accounts mehr. Genau, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Das ist ja der Grund, warum ich viele Sachen über Twink-Accounts und Wegwerf-Accounts regel. Und ich glaube, den Main-Account kennt auch keiner von deinen Kunden, oder? Doch. Der, der jede Woche so viel kauft? Ja. Aber du hast doch jetzt, hast du jetzt eigentlich eine Kompensation endlich, oder? Ich arbeite noch dran. Das ist, ich hatte nicht so viel Zeit wegen meinem Projekt hier, weißt du? Küche. Hat dann doch länger gedauert, als ich dachte. Ja, gut, was ich jetzt habe, ich habe jetzt eine Levelmöglichkeit, ich habe jetzt in 1,5 Wochen 20 Twinks von Stufe 3 auf 50 bis 60 bekommen. Ja. Gleichzeitig 20 Twinks. Das ging eigentlich recht gut, das geht relativ gut. Also ich habe bei hier Versteckspiel, das Versteckspiel nutze ich ja. So, ein bisschen Trümmer abgefallen sein, ne? Ja, vom EC lohnt sich's nicht. Also da kommt vielleicht 300.000 pro Charakter pro Stunde zusammen. Das ist zu wenig. Da kriege ich ja nicht mehr meine Stundenkosten gedeckt. Ja, gut, aber es ist ein nettes Abfallprodukt zurzeit. Ja, besser wie gar nichts, ja klar. Definitiv. Da muss ich noch mal eine Mission finden, die ja auch nicht Buddy Buddy macht. Oh, nicht Buddy heißt richtig Buddy. Ja, du, das ist mit Klingonischen, war ich ja zum Schluss so bei 2 bis 3 Milliarden pro Tag, die ich da generieren konnte. Schwierig, einen Ersatz zu finden. Ich hoffe auf Odin im Kampf der Zone. Na hier, die eine haben sie ja auch rausgenommen. Hier, Ararat, wollte ich schon was. Ararat, ja, vor 4 Wochen. Da war ich gerade mit dem Skript fertig. Dass ich ja gleich hätte noch den Arsch beißen können. Ja, ja. Kurz bevor sie es rausgenommen haben, war ich fertig. Und dann hatte ich ja mit den hier mit Vorbereitung für den Umbau angefangen. Dann dachte ich, ja, eine Woche. Und dann rattert es wieder, ja. Ja. Einloggen, weg die Mission. Yep. Düdüm. Überall. Düdüm. Eine Woche Arbeit und Testen umsonst. Aber gut, das ist das Risiko, klar. Was ganz gut, was ich immer noch ganz gerne mache, einfach aus das Verfahren, weil es auch Godili bringt. Die Tautiva-Sektor betreuen. Habe ich mir auch schon überlegt gehabt.
Was ist vom meine. EC her einfach zu schlecht. Vom XP, habe ich was gefunden, was 10-mal besser ist wie Klingonische. Das Problem ist sehr schwierig zum Handeln. Und wenn ich euch jetzt sage, was, dann werdet ihr sagen, was? Mach mal raus. Eine Episode vom den Klingonischen ja, Krieg. Ja, Versteckspiel. Das hast du letztens schon gesagt, oder? Ja. Genau, das nutze ich ja, das kann, das ist langsam, aber stetig. Nein, wie heißt es hier? Geheime Befehle. Ja. Das ist, wo du reinkommst und da sind sofort Klingonen, die dich angreifen. Ja. Wenn du damit fünf reingehst, dann sind da 66 Klingonen. 66. Ja. Die erste Welle. Ja. Und wieder rausjoinen. Rein, raus, rein, raus. Ja, kannst ja nicht. Du joinst rein, tot. Alle fünf. Instant. Sobald du den Text bestätigst. Alle gleichzeitig auf dich feuern. Du kriegst diese, wie nennt sich das nochmal, was die Klingonen haben mit diesem Blitz, der rumspringt. Ach du Scheiße. Meinst du diesen Sprengkopf ja. oder was? Nee. Nein. Ja, nee, diesen, nein. Den auch bei Klingonischen Fähigkeit der Watcher. Auch bei Klingonischen war diesen Blitz. Der von einem zum anderen Gegner über, von einem zum anderen Teammate übergeht. Ja, jetzt stell dir vor, beim Klingonischen war es ja schon scheiße, wenn du irgendwie in der Front gekommen bist und den abbekommen hast. Da hatte der schon richtig was abgezogen. Stellt euch vor, ihr kriegt so 12 oder 13 Stück gleichzeitig. Das ist die Begrüßung da drin. Wenn du mit weniger Leuten reingehst? Ja, habe ich auch schon mal überlegt gehabt, einzeln reinzugehen. Das wäre okay, aber da ist. Da wären die, wie nennt sich hier? Keine Watcher dabei. Agalis besser. Vom Blut her und vom XP. Ja, von du willst ja auch die Dings haben, die großen Schiffe wegen Loot. Ja, genau so ist es. Gerade noch, was mir noch einfällt. Was ist eigentlich mit Scharmützel? Das war Scharmützel, meine ich, oder? Mit den Klingonen. War gleich am Anfang. Nee. Wo du reinkommst und da sind um dich sofort Klingonen. Nein. Wenn du einzeln reingehst. Scharmützel ist eine, wo du das erste Mal auf dem wahren Weg triffst. Wie Diana. Eigentlich hatte ich die mir alle angesehen und so ein bisschen getestet. Da musst du nämlich erst, da kommst du rein und musst erstmal den Dings freiholzen. Die beiden kardassianischen Schiffe und die Klingonen wegpratzen. Damit du überhaupt auf das klingonische Schiff, auf den kardassianischen Galor, auf die Keldern rüberbeamen darfst. Ja, nee, ich meine, so, die Axon, wo die Axon drin ist, die meinte ich eigentlich. Das ist die, meinte ich, oder? Die Axon ist das kardassianische Schiff. Was von den Devianer übernommen worden ist. Wo du entern musst. Wie meine ich eigentlich, wo es so viele Klingonen gibt? Ja, die Axon, ist doch das kardassianische Schiff, oder nicht? Wo du zum ersten Mal den Devianer siehst. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Das ist so in Erinnerung zu haben. Oh, und wie sie alle sterben gerade. Nice. Also zurzeit kann ich, was ich noch zurzeit machen kann, solange ich dich den goldenen Weg habe und noch nicht die Dings dazu, da fehlen mir ja noch zwei Stück. Also morgen ist es eigentlich soweit, dass ich es mal ausprobieren kann, dass ich halt mal für ein Backup sorge. Ich gehe hin und erstelle jetzt einen haufenweise 60er Twinks. Falls sie ja auf die Idee kommen, doch zu bannen oder so. Ne? Man weiß ja nie.
Außerdem lieber haben als nicht haben, oder? Ja, ich überlege gerade noch, welche mir noch so einfallen. Eigentlich habe ich das schon alles dreimal hoch und runter genudelt und bin am Überlegen und gucken und. Da startest du mit dem Shuttle, das ist scheiße. Ach du Scheiße, jetzt kommt die Invasion her noch. Entschuldigung. Alter. Wir sind nicht alt, wir sind reif. Ja, wenn ich hier gerade am Looten bin von einer Mission und da kommt diese Invasionsscheißteil an, sage ich, ey Alter. Er hat ja nichts verloren, der Bastard. Ja. Solche Schimpfwörter aus deinem Mund. Ganz was Seltenes, ne? Ja, ist ja gut. Hast ja recht. Na, jetzt muss ich mir erstmal die Schilde und Heilbubbles wegnuckeln. So, hat sich's ausgeheilt. Was ist mit SP24? SP 25. Glaube ich jetzt. Was war denn das nochmal gewesen? Gruppen Fleet Action. Kannst du, aber da konntest du nicht endlos fahren. Nö. Ist doch da, wo dann fünf Wellen kommen, gell? Ja, genau. Ja, da kannst du ja nicht endlos fahren. Und außerdem spawnen die mal hier, mal da. Nee, nicht Sternblasisverteidigung. Das ist eine Flottenaktion. Nee. Ich rede von der, wo du mit einer großen, mit einer Flotte reingehen musst, von 20 Schiffen reingehen darfst. Ja. Und dann nur die eine Station verteidigst. Erstmal ruhig das Ding. Also da, wo die Station, das ist, habe ich auch schon. Wo die zerbombte Station in der Mitte ist. Wo die Station, achso, aber da wo die Schacht da. Früher Station noch den da. Bodenteil gab, wo du auf die Station geblieben bist. Hä? Früher bist du noch auf die Station geblieben. Hast du erst im Space was gemacht, irgendwie ein paar Bird of Prey gehen. Und dann bist du auf die Station geblieben. Hast Bodenkampf gehabt. Da haben sie den Bodenkampf aber ersatzlos gestrichen. Ja. Ja, genauso wie sie Terradome gestrichen haben, also. Oder Cracking Planet. Rati, wenn du aufnimmst, sagst du Bescheid, ja? Dann muss ich mich mit mal muten, ja? Ich hab doch vorhin schon gesagt, ich starte den Stream. Der läuft jetzt seit einer Stunde? Okay, an die Zuschauer, Zuhörer, sorry für die Geräuschkulisse. Ich bin krank. Dann stelle ich mal am besten hier auf Push-to-Talk um. Ach was, müssen die Streamer mit ertragen. Selbst schuld, wenn sie online kommen. Naja. Kennst du auch meine liebenswürdige nordische Art. Außerdem hat das dadurch eine kleine Comedy-Einlage. Aber die, was ist denn eigentlich mit denen, die jetzt hier auf dem TS waren? Die waren eigentlich super nett gewesen, gell? Ja. Also kommen die wieder, oder? Wen meinst du jetzt? Die zwei, die hier auch mitgeguckt haben. Welche zwei meinst du, Jos? Oder eine? Jos kann ich schon seit Jahren. Halt noch vom IRC her. Ja. Du spielst doch die STO gerade, ne? Ich spiel gerade Terratech. Siehst du, guck mal, wir unterhalten, während du Terratech dann diskutieren wir über STO. Sure.
Ich muss hier heute auch nur ganz stumpf irgendwie Missionen machen, fahren dabei ein bisschen Zeug, weil ich will Teile freischalten. Ich will endlich den großen dicken Bomber bauen, den ich bauen will. Will er sich seine kleine, seine Lancaster bauen? Was hatte ich gesagt? Antonov. Aha, keine Lancaster. Also ich weiß nicht, ob es von dem Ding, was ich meine, eine Bomberversion gibt, weil das ist eigentlich ein Frachtflugzeug. Ja, ein 52 oder was? Ich glaube ja, dieses riesige Teil mit den nach unten hängenden Tragflächen. Ja, das Ding ist eine reine Frachtmaschine, wurde gebaut, um die Buran zu transportieren. Gesundheit. Buran ist russisch, heißt Schneesturm und war das Pendant zum Space Shuttle vom Russen. Ah. Und soweit ich weiß, landet das Ding immer noch irgendwie einmal die Woche oder einmal im Monat in Leipzig. Richtig, die Frachtmaschinen sind noch unterwegs, die Maschinen dafür sind unterwegs, aber nicht mehr die Buran. Buran ist einmal mit Autopilot in den Weltraum geflogen und zurückgekommen und gelandet mit Autopilot. Unbemannt. Läuft. Danach ist die Sowjetunion auseinandergebrochen, alle Gelder wurden für Kosmodrom eingestellt, fertig. Ja, die haben ja immer noch ganze Lagerhallen voll mit Shuttle und sowas. Nee, das ist Schrott, was da steht. Wir haben nichts mehr, was brauchbar ist. Das ist alles kaputt. Aber sie haben Hat sie. auch Die ein stehen da rum. Fotograf, der hat die Hallen besucht, Sommer. unerlaubterweise, und hat auch die Sachen fotografiert. Die Stimmt. ganzen Ausrüstungen, dann haben die Leute festgestellt, was noch, also fast alles ausgeschlachtet wegen Kupferpreisen, also wegen Kupfer. Und der Rest ist nicht zu gebrauchen. Aber Sommer. sieht cool aus, wie das da steht. Ja, aber ist trotzdem kaputt alles mit dem Ir Schrottreif. irgendwo im Russland haben sie ja auch das Wrack von dem Zug mit Triebwerk. Mit diesem Düsentriebwerk drin oben drauf. Haben sie wohl auch mal experimentiert mit sowas. Und das war eine Erprobung, das war eine Erprobung für das Triebwerk. Ey, lustig. Russland hat ja auch noch lange Panzer, noch Panzerzüge lange gehabt. Hat noch bis in die 80er Jahre herein Panzerzüge eingesetzt. Mal sind aber nicht die Atomzüge. Ja, die werden ja wieder jetzt eingesetzt. Hat ja jetzt Putin beschlossen. Die reaktiviert werden? Yep. Abgerüstet. Wurden doch vernichtet, aber baut bau der neue. Nöp. Dass ja dauerhaft auf irgendwo in Russland Atomwaffen im Kreis fahren. Genauso. Die Idee ist aber nicht schlecht, muss im Russen lassen. Besser wie ein U-Boot. Land ist groß und wenn die auf dem riesigen Schienennetz umherfahren, du wirst nicht alle erwischen. Denkt doch, Trump will anfangen rumzuballern, ja. Beides für mich, Papa knackte. Gerade eben ein paar schöne Kills. Einfach eine Salve drauf. Mit den Railguns. Zack, komplett zerplatzt.
Mei, was bist du denn für ein Schweindall? Drauf rumdrücken, hat mein Hund. Da ruhig drücken, hat mein Hund auch schon drauf rumgebissen. Naja, es ist wieder so. So gelbe Mopeds, die einfach nur so Gestelle sind, wie es aussieht. Rahmen zusammengebastelt. Ja, den Kampfbuggy muss ich auch nochmal neu bauen. Bisschen intelligenter Design. Jetzt mit dem mobilen Sammler. Ja, jetzt schiebe ich mich gerade selbst mit dem Zeug, was ich hier einsauge, weg. Super. Geht doch. Ach.
Immer noch der Grüne. Was? Haust du ab? Bitte? Komm. Ich glaube, der ist am Einpennen. So ein Schelm. Yay, Hawkeye Lizenz Level 3. Rotorblätter. Was ist das hier? Hawkeye Marschflugkörper, jawohl. Was ist das hier? Marke automatische Kanone. Oh, das ist eine richtige Gatling anscheinend. Haben wir jetzt die Waffen, um mit dem Bomber zu bauen? Oh, cool. Möglicherweise Wenn du auch. den anfängst, sagst du Bescheid. Ja, ich fahre gleich nach Hause zurück und dann. Wobei ich eigentlich noch Geld farmen müsste vorher, damit ich mir die ganzen Teile kaufen kann. Was ich dich nur fragen wollte, wenn du was herstellen möchtest. Ja. Ich habe alles jetzt mit über Fließbänder, habe dann diese Bänke, diese Pads.
Einzelpads, wo Sorten rein sozusagen das reinkommt. Und dann habe ich diese Viererpads, wo dann kunterbunt alles reingekommt. Dann habe ich eine Straße erstellt, wo nur Grundressourcen sind. Eine Straße erstellt, wo fertige, also gecraftetes, also veredeltes drin ist. Ja. Und jetzt habe ich dann sozusagen einen Zulauf noch gemacht von allen zu diesen Crafting-Maschine. Nenne ich das mal jetzt. Ja, die Herstellungs... Genau. Und dann habe ich aber zwei Veredelungsmaschinen, ja? Ja. Wenn ich jetzt das craften möchte und es ist noch... braucht was, was veredelt werden musste, werden dann diese Veredelungsmaschinen mit angeschmissen und holen sich das Zeug? Und das dann, wird oder? Komplett automatisch. Du brauchst da nichts Veredeltes sammeln, deswegen habe ich auch nur Rohmaterialien. Ich habe 11 von diesen Pads und habe da Filter davor, dass auf jedem Pad immer nur eine Ressource drauf ist. Weil es gibt 11 Ressourcen und jedes kannst du raffinieren und gibt 22. Genau. Und ich habe nur eine Linie, weil das kriegst du auch in dem Tutorial von Crafty Mike mitgesagt, von wegen, nehmen wir an, du brauchst 4 Holz und 4 mal dieses Fibron-Zeug. Dann zieht er sich 8 Holz raus, 4 gehen so durch, 4 werden raffiniert. Macht er automatisch. Ach so. Ja, klappt bei mir irgendwie nicht. Muss ich mir nochmal anschauen. Danke, aber ich schaue es mir nochmal an, dann irgendwo ist ein Fehler drin, weißt du? Ja. Bei mir. So, dann jetzt einmal ganz langsam farm gehen. Da fällt mir was ein, ich wollte die Laser austauschen gegen die Gewehre. Na, andern Mal. Lust jetzt.
Sag mir nicht, der Kahn hängt ja an dem scheiß Steinchen fest. Jetzt muss ich ja echt mit einem kleinen Auto unter mein großes Auto, damit ich hier den Stein weghauen kann. Ey. Ich fühle mich wie ein Zahnarzt. Kenne ich irgendwo her. Kannst du auch im Stream sehen, wie ich hier diesen kleinen Flitzer habe. Rum, drunter. Ja. Auto wieder frei. Auch wenigstens ist der Kahn so groß, dass ich mit dem Kleinauto drunter passe. Gibt es eine Möglichkeit, eigentlich mit den Transportbändern auch in der Höhe etwas zu transportieren oder immer nur auf eine Du waagerechte? kannst auch nach oben machen. Es gibt eine Stufe, der geht schräg nach oben. Es gibt aber auch 90 Grad Winkel nach oben und nach unten. Wie mache ich das? Du folgst einfach den Bändern. Du musst halt nur das Block dazu haben. Die Stufe und das nach oben und unten, das sind extra Blöcke, extra Förderbänderblöcke. So, kriege ich die ja später, oder was? Wahrscheinlich. Das sind GSO-Stufenförderband, GSO-Aufwärtsförderband Ah, okay, danke. und abwärts habe ich wahrscheinlich selber noch gar nicht. Habe nämlich meine ganze Ressourcen, Kreislauf etc. 4 Stufen hoch, also 8 Blöcke hoch gemacht, weißt du? Okay. Aber es reicht, also ich fahre mit dem Vehikel drunter und dann zieht er sowieso alles hoch. Ja, ich hatte auch überlegt, das erst von oben zu machen, nur da ich ja die Fahrzeuge nicht alle gleich baue. Ja, manche haben das Ding an der Seite dran, manche haben es hinten, manche vorne. Bei manche ist auf dem Fahrzeug über dem Speicher noch ein Das Block. ist ja der Vorteil, wenn du ganz weit oben baust, fährst du einfach selbst mit einem extrem hohen Fahrzeug unten drunter, der zieht sich alles. Bis auf die, die nach unten zeigen und auch die Sammler nach unten, weißt du? Da Ja, hängt er manchmal. aber ich habe ja zum Beispiel jetzt hier auf dem großen Harvester, habe ich ja oben drüber diesen Arm mit dem Plasmaschneider. Nach hinten rausziehen geht, aber nach oben könnte Probleme geben. Okay. Und der Unterschied zwischen den ganzen Plasmaschneider und 15-Tonner Bohrkopf zum Beispiel, sind da Unterschiede drin oder ist es egal? Keine Ahnung. Denke mal, der Unterschied ist auch den Schaden, den er macht. Du kannst sie auch als Nahkampfwaffe benutzen. Ich schätze mal, der Plasmaschneider macht konstant irgendwie Schaden und der Bohrkopf halt nicht so konstant. Ich habe so mehrere gefunden, die so schick 45 Grad nach unten zeigen, weißt du, so Bockköpfe. Habe ich auch, aber noch nie benutzt. Wobei die vielleicht sogar besser praktisch sind als die Dinger, ich weiß es nicht, müssen wir probieren. Weil ich mit dem Plastikschneider habe ich ja das Problem, dass ich habe ja eigentlich nicht, ich habe einfach nur Räder dran, die nach unten gehen. Da habe ich anscheinend nach oben so viel Luft, dass ich kleinere Blöcke nicht mitnehmen kann. Vielleicht haben das Problem diese
Hämmer nicht, musst du probieren. Das kann ich ja auch eben machen. Hier einen dran bauen kann. Nehmen wir den Plasmaschneider ab, hängen wir den mal eben da dran. Inventar, GSO, Geokorb. So, jetzt gibt es hier Diamantenbohrer, Plasmaschneider, Geokorb-Kreissäge, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das je nachdem, was du für ein Ding jetzt hast, ist es für was anderes sinnvoll. Hier hast du auch den Cerberus-Kopf-Leichtbohrer. Der sieht aber auf alle Fälle aus, als könnte er auf den Boden hauen. Der 15 Tonnen Schlagbohrer. Guckt in die falsche Richtung. Ne, den kann ich hier nicht anbringen. Der muss irgendwo drauf stehen anscheinend. Baue ich jetzt einfach mal hier diesen Leichtkopf-Ding jetzt hin. Und jetzt schreit mein Herz jetzt nach Strömlingen. Ja, der geht auch gut. Im Gegensatz zum Plasmaschneider muss ich dann bei dem Ding auch nicht die Waffen feuern.
Oh hier, Waffenpylone ja auch gekriegt. Nice. Panzerkette. So, einmal Marschflugkörper dran. An meinen Harvester. Das wäre dann die Bomben für den Bomber. Wenn es doch, wenn du hier, wieso richtest du dir eigentlich keinen eigenen Twitch-Channel hier ein? Wie meinst du? Ja, für dich. Eben Radi Twitch Channel oder so. Weil ich doch keine Channels erstellen kann. Die Funktion wurde doch gestrichen vor Monaten schon. Könnte ja früher mal Subchannel machen, aber irgendwann wurden noch die Rechte überarbeitet und seitdem nicht mehr. Oh, das Ding trifft doch die Entfernung. Hammer. Server Group assigned. Also, ich habe dir jetzt mal Rechte gegeben. Okay, danke. Bitte. Wenn jemand fragt, die neunte Leitung hast du von mir. Okay. Damit du hier Channels erstellen kannst und. Kannst du machen, wie du brauchst, wie du willst. Jo. Ich hatte auch Twitch mal. Twitch, ich habe mal Fitti gefragt vor ein paar Monaten. Ja. Aber war von wegen hier mit ihrem Channel. Warum man da nicht reingehen kann, wenn keiner drin ist. Weil ich wollte da Ja. drin streamen. Aber der ist ja dann grundsätzlich gelockt. Da hast du gedacht, ja, damit halt keiner reingeht beim Stream, habe ich gefragt, ja. Und wenn keiner streamt, wenn man selber streamen will, hat es nicht darauf geantwortet. Jetzt eine ganz kurze Frage zu den hinteren Gelenk, was du hast. Welches Gelenk? Wo die Mörserkanonen drauf sind. Mörserkanonen? Hinten am Fahrzeug. Meinst du den Arm hinten oder was? Ja, den Arm. Schießen die nach vorne und übereinander die Kanonen? Die Kanonen schießen übereinander. Die drehen ihren Lauf nach oben. Na Ne, mal. es schießt immer nur die vordere. Ja, na, wenn kein Ziel da ist, schießen nur die vorderen. Schießen die geradeaus. Und dann schießen die nicht, wenn was vor ihnen ist. Aber wenn ich jetzt mal hier zu ihm hinfahre, das siehst du wahrscheinlich gleich in 10 Minuten oder so. Ding. Siehst du, wie sie sich hochdrehen und wie alle feuern? Aber ich habe einfach auf Jetzt. große Entfernung schießen wollen mit dem Marschflugkörper. Und da schießt er natürlich nur die vorderste. Okay. Na ja, gut. Dann, okay, verstehe. Aber haben sie auch, habe ich heute auch im Forum gelesen, besseres Zielmanagement ist auch was, woran sie arbeiten, machen wollen. Dann aber auch für die Gegner, oder? Weiß nicht. Es ging eigentlich mehr darum, von wegen entweder manuell zielen zu können oder zumindest auswählen zu können, auf welchen Pfeil man schießen will. Ja. Aber das geht überhaupt nicht. Der Arm ist aber nicht schwenkbar. Nein, leider nicht. Das sieht nur, ist mir letztens auch erst aufgefallen, das sieht unten so aus, Ja. weil da unten der Gesundheitsgenerator, der hat so einen Ring drumherum.
Aber siehst du auch, wie die Cruise Missile funktioniert, ja? Von wegen, schießt einfach grob in die Richtung und die macht schon. Ja. Und davon will ich dann so 20, 30 Stück unter dem Flugzeug haben. Oh Gottes Willen. Ja, gut, vielleicht nicht ganz so viel. Oder vielleicht doch. Ich meine, selbst der Sturzkampfbomber hat schon 12 Railguns. Da habe ich auch einen Thread gemacht im Forum von wegen hier, dass da so ein Punkt geil wäre, sie wohl nicht schießen kann. Ja, genau. Ja gut, dass er eben automatisch immer auf den Gegner, auf die Kanzel schießt, auf die, das ist ja eh, schaffst du ja nicht. Doch, für die Railguns schon, weil die Railguns, ich kann zwar auf 2 Kilometer schießen oder so, aber ich muss ja manuell zielen auf die Entfernung. Der hat ja nur eine gewisse Entfernung, wo er automatisch zielt. Und alles, was drüber ist, schießen die Waffen einfach geradeaus. Das heißt, wenn ich mit den Railguns treffe, wenn ich mit den. Wegen der Überladung, ich habe das jetzt so gelöst, ich habe die Räder nochmal nach innen eingebaut, nach außen und innen. Ich habe innen auch welche. Ich hab hier unten in der Mitte habe ich innen nochmal 4 Stück reingebaut, wo ich Platz habe. Also habe ich ein bisschen mehr. Da habe ich das Problem mit der Überladung nicht mehr so. Also du fährst gerade auf so einer Kuppe wie jetzt, dann meldet er sowieso immer. Ja, dann ist auch die Hälfte der Räder nicht am, ne? Genau, dann hast du die Belastung auf einzelnen Rädern. Ja, ich meine jetzt, was habe ich hier? Das da ist, hängt in der Luft, da vorne hängen 3 in der Luft. Da hängt glaube ich auch noch eins in der Luft. Yay, Marschflugkörper, boom. Warum kommt jetzt hier eine Invasion? Du Schwein. Da fahre ich halt weg, mein Gott. Naja, sagte ich fahren, ich schleiche mal weg. Ach du Scheiße, was ist das denn? Kann das Ding überhaupt bewegen? Uts. Gut. Wenn ich mir jetzt einen Shop hier dran baue, wäre ich eigentlich dann so ein Shop-Button von. Ich kann mal den mit den Venture-Laden dran kleben, der sieht cooler aus als der normale. Venture Payload Terminal. Ach so, muss ich am Boden platzieren. Oh. Kaufe ich erstmal nur 2 davon. Dass die ganz so teuer sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die hier mal ab erstmal. Ach halt. Inventar.
Ja, keine allzu hohe Feuerrate, aber geht ganz gut. Schöne Artilleriewaffe. Noch einmal von der Seite, lass mich doch in Ruhe.
gleich aus, die Arrays. Strömlinge alle. Sonne sagt, genug gesoffen, heute gibt's nicht mehr. Was für ein Waffenmischmasch. Ziehen da unten überhaupt Waffen? Ja, hat es. Wie lange reicht ihm sein Strom noch? Ungefähr bis jetzt. Doch keine Waffen? Ist das Ding dann gut gewesen? Dachte, er hätte Waffen an den Seiten, aber waren wohl nur Solarpanels.
Der Radius für das Gerät zum Einsammeln sollte auch deutlich größer sein, finde ich. Welches Gerät meinst du? Schwarzes Loch. Wieso? Der vom Mobilen sollte größer sein, ja, aber der vom Festen ist doch recht groß. Irgendwie fährt hier mein Fahrzeug von sich aus, was ich nicht, wo ich nicht drin sitze. Hast du aus Versehen einen KI-Block drauf gebaut? Ja, wieso? Ja, der macht das. So, folgen, Ruben. Ah, Ruben. Aber der ruht nicht immer. Naja, er sollte dann fast nichts mehr machen. Er macht trotzdem was. Er hat trotzdem ja schon. Ist natürlich ein bisschen doof dann. Ja, trotzdem mehr dran, obwohl ich auf Ruhen klicke immer wieder. Aber gut, das ist mit den Turrets ja genauso. Wenn ich die bewaffnen will und klicke Boah, auf Gott Ruhen, fangen die kurz danach auch wieder an zu zittern. sei Dank. Ja. Das ist ein bisschen buggy, ja. Oder Absicht, je nachdem. Ja, um den Spieler zu ärgern, oder was? Ja, genau das. Das haben die dann echt gut hingekriegt, muss ich sagen. Also. Und für was ist jetzt diese drehbare Verankerung? Hast du es mittlerweile herausgefunden? Nö. Ich schätze mal, du kannst darauf eine Basis bauen und du packst die Basis dann, packst da einen KI-Block dran und dann. Aber der KI-Block bewegt sich ja doch sowieso. Wenn du den ganz unten hin baust, aber vielleicht willst du den KI-Block nicht ganz unten hin machen. Ja. Wow. Ich muss nicht alle jetzt entladen, aber ich habe ein paar auf Halde hergestellt. Von diesen KI-Blöcken. Und hab sie in so ein riesen fettes Fahrzeug, das ist mein Schott, fahrender Schotthaufmeister. Ich konnte mir diesen Berg nicht mehr ansehen. Dann pack doch den ganzen Krempel in ein schwarzes Loch rein. Hab ich noch nicht. Warum sagst du dann Scheiße, nein, ich will den Kack nicht verkaufen. Och, leck mich doch, Weil ich es bei dir Kackstation. gesehen habe, dass du immer wieder das Ding ein- und auspackst. Ach so. Yep. Deswegen sagst du. Und ich habe immer noch kein Gerät,
sag schon, zum Infrarotladen oder Induktionsladen. Total doof. Distanzladegerät. Dann müsst ihr vielleicht mal einen größeren, stärkeren Ort bauen und mit dem noch losziehen. Weil ich glaube, was du als feindliche Spawns kriegst, hängt ja auch von deinem Fortschritt ab und welche Blöcke du hast. Und wie groß dein Moped halt so ist. Glaube ich. Denke ich. Größe des Fahrzeuges zu tun hat. Ja. Größer ist besser, wissen wir doch. Relativ kleines Fahrzeug, aber das ist schon, also wenn so ein toter Alarm kommt, nenne ich das mal. Invasion. Invasion, danke. Dann schaffe ich die auch mittlerweile. Ja, die sind ja auch, vor allem wenn du auf größerer Distanz bleibst, sind ja auch relativ einfach. Ja, maximaler. Keine Distanzwaffen. Ja, auch so mit den Lasern, wenn du auf die maximale Distanz bleibst, reicht das ja teilweise schon, wirst du weniger getroffen. Und wenn du dann ordentlich durch die Gegend kaltest. Die Railguns habe ich auch noch nicht so lange. Das geht mir auf den Keks, Batterien runter, rauf, oh. Ja. Aber das ist später auch mit den Distanzladegeräten. Gut, ich müsste es probieren. Ich müsste hier mal umsteigen auf die Venture-Ladegeräte. Ob die wirklich stärker sind. Weil hier mein Harvester zu laden, den mit den dann 9 Batterien mindestens drauf. Das dauert. Je schwerer das Fahrzeug, umso höher der Batterieverbrauch, ja. Das weiß ich nicht. Ich habe ja hier auch mehr Bubbles dran und alles. Gehe ich doch mal hier farmen. Ich wollte eigentlich um die Base nichts farmen, aber. CO2. Unter Erde, Satzfatz. Was? Naja, aber sieht trotzdem mal recht kahl aus. 6 Stock ganz schnell, dachte ich, oder? Hatte ich so den Eindruck? Nur ein, 2 Tage dauert es, glaube ich. War mir ein bisschen schwer, so. Ja, und was richtig gut sind, sind die Panzerplatten. Finde ich richtig gut. Ja gut, ich versuche ja immer auf Distanz zu kämpfen und habe ja die Schildbubbles drumherum. Da muss ich dann noch ran. So, große Bordpanzerung. Flügelrad.
Wie kannst du denn Gegner aussuchen eigentlich, den du angreifst? Wenn jetzt vier Gegner sind? Aussuchen? Gar nicht, dann nimmt immer den nächsten. Der nächste, der in Reichweite ist. Eine Panzer, die 3 Blöcke lang ist. Sehr gut. Ach, immer dieses Rumgehänge an den Beinen. Dieses Rad hingeschmissen. Da drüben liegt. Irgendwie die nächste Invasion triggern, damit die nicht direkt vor der Haustür ist. Die triggern. Ja, die kommt ja. Ah ja, da ist er. Die kommt ja einfach random da, wo du bist. Die kommt ja nicht einfach irgendwo, sondern die startet ja da, wo du bist. Du musst immer aus dem Gebiet rausfliegen oder rausgehen. Brauchen wir eine Basis oder was? Inwiefern Kann. triggert's? Ich hoffe, dass es nicht passieren kann, aber ich bin jetzt aus Sicherheitsgründen einfach mal, falls es doch passiert, rausgeflogen. Und siehe da, schon kam eine. Wird die vorgewarnt, oder was? Wirst du Nein, nein, vorgewarnt, nein, oder? nein, 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 nein. Die einzige Warnung, die du Zufall. kriegst, ist, dass sie jetzt da kommt, wo du bist. Und wie wird's getriggert? Weiß nicht. Weißt du nicht, gut. Zwei Treffer mit meinem Sturzkampfbomber gehabt. Natürlich auf einen Feind, der noch seine Schilde und Heilblase hat. Sonst hätte es sich ja Ich mich auch gelohnt. schon mal eingelegt. Und ja, ich habe es überlebt. Ich weiß nicht. Ah, verdammt. Weil mich da manchmal ein bisschen.
Ich bin so schlecht, hier was zu treffen. Aber es würde so helfen, wenn ich einfach einen Punkt hätte, wo ich sehe, wo der ist. Und wenn ich ein bisschen Zugriff auf Seitenruder hätte. Das würde auch ungemein helfen. Dass man das Fahrzeug nicht abspeichern kann. Kann man. Damit gehst du hin, lootest und dann So. sagst du, alles was drauf ist, wegmachen, weißt Wie meinst du? keine Ahnung, du speicherst einen Stand. Einen Stand, wo das Fahrzeug perfekt ist, wie du es haben möchtest, leer, ohne dass du irgendwas dran geklatscht hast an Loot. Ja. Und dann lootest du, hast du Gegner und dann kommst du wieder und dann drückst du auf den Knopf und alles fällt runter. Was nicht zu den gespeicherten Ja. zusammenpasst. Ich glaube, das geht nicht. Oh, schießt der hin. Gut, dass der Typ immer in die Mitte schießt, da wo ich hier Schilder habe bei dem Ding. Bei hier dem Bomber habe ich ja nur drei Schildblasen verpasst. Zwei vorne, wenn er von vorne angegriffen wird, und eine hinten in der Mitte, wenn er auf der Flucht ist. Weil ich gerade das Gefühl habe, dass er ein bisschen. Ne, passt wieder. Dachte gerade, da würde etwas schief fliegen. Flügelteile sind noch alle da. Scheiße, Strom alle. Da muss er mich mit irgendwas richtig Fieses getroffen haben. Ich glaube, das war davor noch fast voll. Er hat ab nach Hause fliegen, aufladen. Hat auch nichts kaputt gemacht, wie es aussieht. Also fünf Gegner eben, alles so gelbe Dinger. Da muss ich passen hier, da baue ich nicht mehr weiter an dem Fahrzeug, das ist so einfach alles ab. Neuer Schrottplatz. Drei von Herstellungseinheiten, Geo Geocorp, drei Stück.
lustig. Du hast aber nur, eh nur eine, gell? Jo. Eine dritte oder zweite würde dir ja nichts bringen. Naja gut, du kannst natürlich eine effektivere Basis bauen. Mit mehr davon gleichzeitig. Ja. Kann man machen, muss man nicht. So. Das beste Werkzeug gegen den Baum, Schlagbohr. Da habe ich so ein komisches. Kreischsäge. Coole, coole, coole. Quasi. Ja, für mich wäre es eigentlich schon ganz sinnvoll, jetzt zum Beispiel noch einen zweiten Dingens hinzubauen. Ja, so einen zweiten Dingens für Hawkeye. Damit ich mir mehr Sachen holen kann. Oh, Hawkeye-Kanonenturm kann ich mir bauen. Sucherraketenpod kann ich auch bauen. Alles freigeschaltet. Laser Targeting. Was ist das Ding? Schrotter. Motor.
Und über die niedrigen FPS um die Base drumherum. Jetzt wieder Haufen. Haufen für Laser, Haufen für Lampen, Haufen für Bohrer und Räder. Gleich los. Ich baue ja gerade erstmal die ganzen unbekannten Blöcke, die mir fehlen, die ich noch nicht habe. Die kleinen Raketen kann ich jetzt auch bauen, zum Beispiel. Ich kann es noch nicht kaufen, die wurden nicht im Shop freigeschaltet. Ja. Aber bauen kann ich sie. Und den Kanonenturm auch, aber ich glaube, Kanonentürme gibt es zwei verschiedene. Kanonenturm. Oh, nee. Der Kanonturm ist der große. Da wollte ich User nämlich joined dann your channel. später mal. Hallo User. Hi. Hallo Jesse. Da wollte ich mir nämlich später mal einen Landkreuzer bauen, der dann halt die ganzen Raketen, Marschflugkörper und die großen Turrets drauf hat. Die GSO-Turrets sollen zwar besser sein. Na, was macht ihr Böses? Gar nichts, wir sind hier immer noch fasziniert von dem Spiel hier. Das immer noch kein Multiplayer hat. Hat Also es ist keinem gewachsen spontan unfassbar. über Nacht. Ja, aber es ist ja auch nicht so schlecht, weil so können wir ja schon mal üben. Dann blamieren wir uns nicht so ganz, wenn Multiplayer da ist, weißt du? Na, Multiplayer wäre für mich ja sowieso nur interessant, wenn man da einen eigenen Server hat. Dann ist das Zeug wenigstens sicher. Hoffe ich. Das Server ist doch nie das Problem irgendwie. Ja, es kommt ja darauf an, wie es umgesetzt wird, wenn es dann nur eine Spielewelt gibt, auf der alle sind, oder halt nur vom Entwickler gehostete Server, anstatt eigene. Dann wäre Ach du doof. Alter. Jetzt sag mir nicht, die Schleife ist zu klein. Ach nein. Nein, 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 nein. Hat jeder von euch schon die Tickets für die Gamescom geholt? Ich habe Ich werde keine. nicht bei der Gamescom dabei sein. War das ein Nichts da drin? Hat er so gesagt, ja. Ich gehe nicht zu Gamescom. Ach so. War da einmal, ist mir zu voll, zu viel Menschen. Mag ich nicht so. Also für mich war es ganz okay, obwohl ich halt Platzangst habe. Ich mag das prinzipiell nicht so feste auch, wo ganz viele Menschen sind. Ja, mag ich nicht. Gehe ich auch nicht. So Hochheimer Markt oder Frankfurter Wiesen oder irgend sowas. Oktoberfest hatte ich ja immer. Zeltgarten. Habe ich immer verschenkt. War zufällig immer krank geworden, weißt du? Immer Magen-Darm und so. Nee, komm.
Also viermal zahlt zwar und nett und aber nee. Schade, dass man das Zeug nicht markieren kann, zum Beispiel, was da auf dem Boden liegt. Dann einsacken kann irgendwie auf die Ladefläche oder so, weißt du? Und es wie Schilde und sowas. Ey. Nimmst du 10 Schilde, toll, nimmst du mit oder nicht? Weißt du, das zieht ja auch eine Energie. Ist immer vom gleichen Dilemma. Hey, was habe ich denn gemacht? Warum ist jetzt hier hinten die Raffinerie? Oh, Alter. Ich gehe am Stock. Das leckt unheimlich. Ey. Ich habe hier so eine Riesenstraße mit Tausenden von Ressourcen. Ein bisschen übertrieben, wie immer. Ihr kennt mich doch. Was auch sonst, ne? Egal welches Spiel, ich muss es immer übertreiben. Ich habe ja auch gerade das Problem, dass ich ach du Scheiße, ich hier noch das Ding weggemacht oder was? Meine Schleife ist zu klein. Und dann wieso zu klein, hä? Nee, da lang kann ich nicht gehen, sonst sackten die das wieder ein. Ich habe doch eine Schleife am Ende, wo Blöcke, die, wenn ich was baue und die Raffinerie schafft es nicht alles zu raffinieren, habe ich eine Genau. Schleife, dass es nochmal im Kreis läuft. Ja, genau, Jetzt, habe ich auch. ja, jetzt gerade habe ich aber ein Item, was braucht so viele Blöcke, das sind mehr Blöcke, als auf die Schleife passen. Förderbänder kaufen. Gut, ich lasse dann euch mal weiterschuften. Ja. Schuften. Viel Spaß. Tschüss. Danke, dir auch. User left your channel. So, Inventar, Förderband. Länger mache ich es denn jetzt? Scheiße. Du bist jetzt zerfallen auf einmal. Zu verstehen. Und wo ist davon die Raffinerie schon wieder hin? Was zum Fick ist hier los?
Wieso ist die jetzt hier vorne? Hier hört die hin, verdammt, danke. Der Hawk-Raffinerie wahrscheinlich nicht. Du solltest bauen, hier kein Turm da. Was für eine Materialverschwendung gerade, alter Falter. So, aber schöner großer Kanonenturm.
Er ist auch gar nicht übertrieben groß. Ordentliche Reichweite auf alle Fälle. Okay, auf welcher Entfernung funktioniert das Ding? Wenn ein Gegner platt gemacht wird, also bis auf die Kanzel, und die Kanzel steht auf mit B und legt sich sofort hin, ist es unterwerfig? Soll man ihn leben lassen? Nö, der wird einfach nur gerade wieder stehen, damit er auf dich weiterschießen kann. Eventuell habe ich eine Lösung für mein Sniper-Problem gefunden. Ja, oder auch nicht. Welche Farben brauche ich? Grau. Grau und Blau waren, glaube ich, die, die ich am meisten verschwendet habe, glaube ich, gerade.
Irgendwie stehen die Fahrzeuge nie da, wo ich sie vorher mal hingestellt habe. Der große Harvester hängt schon wieder an einem der Turrets dran, obwohl er vorher weiter weg stand. Das Flugzeug blockiert hier den Abgabepunkt. Ja, das wird wohl doch nichts mehr mit Flugzeugbau heute. Das ist schon nur 51. Weil das Chassis kann ich vielleicht gleich anfangen. Nur den Hauptrumpf unten, weißt du, wo die Räder dann sind, die hinteren. Aber muss halt Geld wieder reinkommen. Irgendwie kriege ich immer diese Invasionen bei mir. Recht vor der Haustür oder was? Relativ, ja, gut. Ja, also die letzte war schon extremst, ja. Nervig. Ist ja nicht schlimm, ich habe ja haufenweise Türme aufgebaut, aufgestellt. Und die sind extrem gut bewaffnet. Also die letzte war wirklich fast vor der Haustür. Habe ich mich zurückgezogen, dann wurden die von meinen Türmen angegriffen. So muss das.
Und immer wenn ich zurückkomme zur Station, kommt einer von oben. Bei mir an die Station. Und greift's an, oder was? Ja, was ja auch nicht verkehrt ist. Halt. Kriegen meine Türme was zu tun. Sucherraketen. Gott. Ist aber schon größer, als ich jetzt mir so lieb wäre. Ich habe die ganze Zeit die Meldung, verlassen Sie dieses Areal, obwohl ich schon längst weg bin. Ja, das bleibt eine Weile stehen. Ja gut, auf größerer Entfernung ist der Zielpunkt nicht wirklich sichtbar, das ist dann. Bisschen Nonsens so. Der sich gerade überhaupt keine Freunde gemacht hat, wie er hier hochgekommen ist. Ist der hier? Und da. Das Spiel ist schon cool, ey. Trotz den ganzen Bugs und noch Sachen, die nicht erklärt sind und noch nicht so ausgereift sind. Was echt schon richtig fun, ja. Ja, hat ja gesagt, hab das vor ein paar Jahren schon mal erstmal probiert. Wo es noch wesentlich weniger gab. Die haben also schon jetzt ein paar Jahre, wo sie Sachen hinzufügen und verbessern konnten. Ja, aber das ist doch gut, wenn du siehst, dass sich was bewegt. Das hätte ich ja nicht gekauft. Ich habe das ja jetzt auch erst gekauft vor... Jo, letzte Woche irgendwann? Vorletzte Woche? Vorletzte Woche. Oder? Nee. Weiß es nicht. Irgendwie so. So, genau, ich hatte gesagt, ich kann das schon mal mit dem Ding jetzt anfangen.
Kannst du dir auch eine Rampe zum Befahren bauen? Inwiefern? Gibt es Schlägeteile? Ja, gibt es. Von Hawkeye. Also halt man eine Rampe bauen kann. Eine Straße oder so. Oder... Ist nicht wichtig, aber... Das ist die Mitte. Wie viele Blöcke steigen diese Raketen nach oben? So, probieren wir. Diese 3-Pfund-Kanonen, haben die eine hohe Reichweite? Nee, gell? Wir haben am Anfang mit die höchste Reichweite. Die Mörser haben ja keine Reichweite, dann kommen die Laser, dann kommen die 3-Pfund-Kanonen. Also wenn ich sie ganz nach vorne packe, gewinne ich Reichweite. Wenn ich Was? früher angreife. Wenn die Gegner ziehen zum Beispiel. Zielen tun die Waffen alle gleichzeitig. Bitte? Zielen tun sie alle gleichzeitig, nur weil sie eine höhere Ich meine Reichweite aber. haben. Was Ja, die meinst du? Reichweite ist. Ja, die Reichweite, das ist für mich entscheidend. Naja, die Waffen zielen zwar in die Richtung, aber sie treffen ja deswegen nicht. Na, du hast Ja. eine feste Reichweite. Sobald du in dem Radius drinne bist, fangen deine Waffen an zu zielen. Ja. Manche Waffen treffen, manche treffen nicht. Die Die, die 3 treffen, Pfund. sind da, die als erste treffen, sind, sagst du, die An Drei-Pfund-Kanone, Anfangs oder? die 3-Pfund-Kanone, ja. Und dann die Laser, ja? Und dann die Laser, Und die Mörser ganz zum Schluss. ja. Später, glaube ich, die Hawkeye-Gewehre, diese mit dem langen Lauf, die haben, glaube ich, eine höhere Reichweite als die Mörser, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber sieht zumindest so aus. Die Mörser können nur nach vorne schießen. Oder Nö, zielen die die auch? drehen sich 63 Grad. Ne, halt, die Mörser? Ne, die ziehen nur. Mörserbänke. Die machen nur nach vorne. Ja. Oh, ich habe keinen Zweier mehr, kann. Das ist ja doof jetzt. Ach doch, da. Boah, ich bin blind heute. Oder so.
Und das dann soll der Bombenschacht von dem Flugzeug werden, ne? Oder die Bombenschächte, besser gesagt. Alter, nee, oder? Hä? Um das Cockpit rum, oder was? Naja, das wird die Fläche. Naja, die leeren. Hier auf. 4, 5, auf 10. 80. Ja, ich habe, ich will ja diese großen Raketen nutzen, die gucken ja nach unten. Da mache ich nur vorne und hinten Launcher dran. Ne, und in der Höhe ein bisschen versetzt, damit die nicht ineinander krachen. Sicherheitshalber. Und dann schießen die halt nach unten raus, weil sobald die startet, ich habe die auf dem Harvest, da habe ich es getestet, habe Blöcke daneben gepackt. Die brauchen ungefähr 5 Blöcke nach oben Platz. Also sobald ich die Rakete startet, fällt sie erstmal ein Stück nach oben. Und deswegen mache ich die so lang. Und es kommen ja auch noch ein paar unter die Flügel drunter. Wird Werte nicht die einzige Bewaffnung sein da unten. Bringt es eigentlich was, zwei Schilde zu haben? An einem Fleck? Nein. Also ist die Heilung nicht doppelt so gut? Nein. Du hast ja, ein Schild hält ja allen Schaden ab, außer Explosiv- und Rammschaden. Der geht durch. Ja. Und das hält ja allen Schaden ab, es nimmt ja nicht... Und bei Heilung? Heilungsblase? Das kann sein, dass sich das hilft. Dass die Gegenseite sich unterstützen. Rea zum Beispiel für aufwendige Konstruktionen, wenn es um besonderen Schutz geht. Auch interessant, wenn man mehrere Blasen aufbaut, also hier diese Reparaturblasen, weißt du? Geräte. Ich habe meistens nur einen, weil ich aber außen das Schild drumherum. Ich brauche ja die Reparatur nur für halt den kleinen Rammschaden, den du mal kriegst, aber mein Explosivschaden ist. Das ist meistens nicht so viel. So, ich überlege, das hier doppelt zu machen. Ja, warum nicht? Was kostet die Welt? Wann können sie liefern? Hier von diesen Pads 20 Stück und die sind alle voll mit Ressourcen. Und von diesen Einzelpads habe ich 80 Stück. 10 Ressourcen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben, oder? Ich denke mal, ja. Ja, ich wusste ja nicht, dass man nicht raffinierte und. Okay. Irgendwann brauen die sich auf. Wenn du nicht nachfütterst, ja. Oder du machst halt die Filter zu, dann kannst du ja immer noch hinbringen zum Verkaufen. Wenn du Filter hast. Ich kann ein Förderband nicht umstellen und die Laufrichtung nicht. Rechtsklick. Mach ich. Mach. Also ich gebe gerade tausende von Credits aus für Räder.
Das ist ein Verteilerförderband. Ein Verteiler verteilt. Dann machst du eine. Hast du ein Band, was hinbringt. Und das verteilt dann abwechselnd halt auf die Seiten, die angeschlossen sind. So, die wandern die ganze Zeit herum, die Ware. Den liegt's wahrscheinlich. Natürlich mal testen kann hier. Du nicht. Obe Förderband, ey. Ich glaube, da würde ich auch rausfinden, ob man diese die Hubschrauber roter Blätter auch als Flugzeugschrauben benutzen kann. Oh, kann man. Ich weiß, was hier an die Tragflächen drankommt bei dem Flugzeug. Ich weiß, die Antonov hat Strahltriebwerke, ist mir aber egal. Nee, es fehlt ein bisschen, aber mein. Was? Authentizität. Fehlt ja sowieso ein bisschen. Ja, man kann ja auch sagen, es wird dann halt weniger eine Antonov, sondern mehr eine ME-323. Wenn du die kennst. Nee. Das war im Zweiten Weltkrieg ein Lastensegler, den sie von vorne Schnauze auf und dann halt mit hier Panzer und sowas beladen. Ja. Haben sie dann aber später eine Variante gebaut, wo sie jeweils drei Propeller an den Tragflächen hatten. Also drei links, drei rechts. Okay. Hat auch so ein
Hochdecker ist es, glaube ich. Tragflächen ganz weit oben. Das hat auch relativ Keine Ahnung. viele, hat auch relativ viele Räder gehabt. Natürlich nicht so viele wie Nimm mich da nicht so aus. größere Flugzeuge. Ich wollte das Ding früher mal unbedingt als RC-Modell haben. Zum Fliegen, hier rumfliegen draußen. Ja. So. Also fahren tut das der Rahmen hier schon mal ganz gut. Das passt zu weit. Ja, du, das ist natürlich die Hauptvoraussetzung für ein Flugzeug. Ja. Gut, aber heute ist ja quasi Freitag. Das heißt, ich kann morgen länger machen. Wird es vielleicht sogar morgen fertig. Direkt. Auch wenn ich zwischendrin wahrscheinlich noch ganz viel farmen gehen muss. Mit den. Machen wir den Laden hier mal aus. Yay.